Hallo, mein Name ist Johann Martin. Heute ich zeige euch, wie ich Reisen mache. Reisen ist eine effektive Übung aus dem Gewichtheben zur Steigerung der Explosivität in verschiedensten Sportarten. Auch wenn es einfach aussieht, kann man richtiges Reisen nur mit der Unterstützung eines Trainers für Gewichtheben erlernen. Reisen besteht aus 4 Teilen: Start, Zug, Tauchen oder Hocke und Aufstehen. In der Startposition befinden sich die Füße auf Beckenbreite. Wie breit man die Langhantel anfasst, ist abhängig von Körperbau. Als nächster kommt Zug. Zug besteht aus 2 Teilen. Erster Zug und zweiter Zug. Ab den Knie wir beschleunigen die Hantelstange bis zur Mitte des Oberschenkels. Hier explodieren wir. Man muss so schnell wie möglich in die Hocke gehen. Während wir also in die Hocke gehen, nutzen wir den Schwung unseres Zugs aus und tauchen unter die Langhantel. Die Arme müssen dabei unbedingt durchgestreckt und der ganze Körper unter Spannung stehen. Auch der Rücken muss gerade sein. Bei Aufstehen muss man auf sein Gleichgewicht achten. Nach dem Aufstehen kann man 2 bis 5 Sekunden Langhantel festhalten zum allgemeinen Stärken seines Körpers. Zusätzlich zum Gewichtheben trainiere ich meinen Körper mit Kettlebell. Es gibt verschiedene Arten von Reisen. Reisen von höchster Position, Reisen von der Brücke, klassische Reisen von Boden.